Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir, kommentiere ich euch mal unseren allerersten Caprilli. Und zwar waren wir vor einer Woche in Landsberg auf dem Turnier und sind dort, wie gesagt, zum allerersten Mal eine Caprilli-Aufgabe geritten. Und zwar war das die Aufgabe 2a. Und ich habe da jetzt dann gerade schon gegrüßt und bin dann gleich auf der rechten Hand angetrabt. Dann mussten wir leicht traben und dieser langen Seite könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass die Fallwahr überhaupt nicht in Anlehnung geht. Sie hat nämlich da links an der Seite die Sprünge total angeglotzt, war total spannig an der Seite. Und an der kurzen Seite wurde es jetzt dann ein bisschen besser. Da bin ich dann endlich mit meinen Paraden durchgekommen und dann ist sie einfach auch viel, viel schöner gelaufen. Unser Tempo an dem Tag war recht langsam, weil der Boden einfach total nass und rutschig war. Und jetzt kommt dann gleich das rechts um und dann im leichten Sitz über die Stangen traben. Das haben wir kein einziges Mal geübt und dafür fand ich es eigentlich echt gut. In der letzten Stange ist sie dann leider ein bisschen gestolpert, aber ich fand trotzdem, hat sie sehr, sehr gut gemacht. Falls ihr euch wundert, ich bin ein bisschen heißer, weil ich bin total erkältet. Aber ich dachte mir, ich kommentiere das Video jetzt trotzdem einmal. Jetzt kommt dann gleich durch die ganze Bahn wechseln und dann über den Kreuzsprung springen. So, der Sprung hat mir an sich ganz gut gefallen. Allerdings hat man auch gleich hier im Galopp gemerkt, dass die Fallwahr selber total vorsichtig auf dem Boden war. Hier ist sie dann schon so ein bisschen weggerutscht, so ganz leicht. Und dann, ja, war eigentlich die Konzentration schon ziemlich draußen. Hier kam jetzt dann das Durchparieren. Das hätte ich auf jeden Fall deutlich besser vorbereiten können, weil sie mir da wieder so reingerannt ist. Ja, jetzt kommt dann gleich die Volte bei E. Und dann aus der Volte raus angaloppieren. Auch das Angaloppieren hätte ich viel, viel besser vorbereiten müssen. Ich gebe überhaupt keine Paraden, dadurch verkantet sie sich in der Volte und rennt mir wieder so in diesen Galopp rein. Dann mussten wir einsitzen bei dem Galopp und dann über den Stallsprung springen. Und hier seht ihr jetzt gleich, sind wir beide beinahe gestürzt, weil sie mir da total blöd weggerutscht ist. Dann bin ich auf die Volte und wollte sie nochmal angaloppieren. Dann ist sie mir nochmal total blöd weggerutscht. Und dann war ich echt schon kurz davor, dass ich die Prüfung, dass ich aufgebe. Dann bin ich jetzt geradeaus auf das Hindernis zu und dann kurz vorher eben angaloppiert. Dann ging's. Dann war sie allerdings leider im Außengalopp. Und ja, bis ich den Galopp korrigiert habe, ist dann zu viel Zeit eigentlich vergangen. Ja, dann kam jetzt wieder das Durchparieren. Auch das war überhaupt nicht vorbereitet. Das ist immer noch unser großes Problem. Leider. Ja, jetzt kam Aussitzen und dann an der nächsten langen Seite, ich glaube bei K war das, Durchparieren zum Schritt. Der Übergang zum Schritt gefällt mir mittlerweile sehr, sehr gut. Das war bei uns schon mal ganz anders. Dann kommt bei E das Rechts um. Ja, auch hier sieht man, dass unsere Anlehnung leider immer noch nicht hundertprozentig ist. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass die Fallwahr wirklich deutlich vor der Senkrechten geritten werden möchte. Also so wirklich gut einstellen braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Allerdings bin ich froh, dass es mittlerweile jetzt schon so aussieht und nicht mehr so wie am Anfang vom Jahr. Ja, jetzt kam dann auf dem Zirkel eine Runde in Leichttraben. Wundert euch bitte nicht, dass ihr im Hintergrund ein bisschen meinen Papagei hört, weil der schwätzt da gerade ein bisschen mit. Zur geschlossenen Zirkelseite kam dann das Angaloppieren. Auch das habe ich wieder überhaupt nicht vorbereitet. Immer mein Fehler. Und da hebt sie sich halt dann natürlich auch total raus. Dann kam hier wieder der leichte Sitz. Und dann bei A auf die Viertellinie abwenden und über die beiden Steilsprünge springen. Da ist sie echt super gesprungen. Hier drei Galoppsprünge und dann ist sie da echt brav gesprungen. Hier dachte ich dann erst, sie ist im falschen Galopp, deswegen bin ich da durchpariert und dann nochmal angaloppiert. Und dann noch einmal eine Runde im leichten Sitz. Und dann kam jetzt das Durchparieren.
Ja, hier ist, es hat mir schon ein bisschen besser gefallen, aber ich hätte es trotzdem noch besser vorbereiten können. Dann kam es das Zügel aus der Hand kauen lassen. Ich hätte ihr da auf jeden Fall deutlich mehr Zügel geben können, weil sie sich so eigentlich so gar nicht nach unten streckt oder halt nur minimal. Was ich allerdings schön finde, dass sie halt wirklich schön kaut. Was wir allerdings noch rauskriegen müssen, ab und zu zieht sie mich halt wirklich oder versucht mich nach unten so nach vorne zu ziehen. Ja, hier kam dann wieder das Zügel aufnehmen. Hier wollte sie mir irgendwie aus dem Viereck raus, ich weiß nicht warum. Und dann kommt es gleich schon wieder das Durchparieren zum Schritt und dann ist die Prüfung auch schon vorbei. Ja, ich war mit unserem Ritt eigentlich echt zufrieden. Für unsere erste Caprilli-Aufgabe fand ich es eigentlich wirklich nicht schlecht und wenn man auch auf die Bodenverhältnisse achtet oder Rücksicht nimmt, fand ich eigentlich unsere Leistung recht ansprechend. Die Richterin, die uns die Schlussbewertung gegeben hat, meinte, dass Falva und ich noch nicht so wirklich im Gleichgewicht sind und dass sie deswegen weggerutscht ist. Ja, also klar, der Boden war einfach verdammt rutschig und da sie hinten keine Eisen hat, kann ich ihr da leider keine Stollen reinmachen. Deswegen ist sie doch einfach total blöd weggerutscht und da hinten in dem Eck war es auch wirklich sehr, sehr rutschig. Ja, und am Ende gab es dann auf unserem Ritt eine 6,0. Und ja, also ich bin wie gesagt super zufrieden mit dem Ritt und auch wenn es nicht für eine Platzierung gereicht hat, bin ich sehr, sehr stolz auf die Falva, dass sie das trotz der blöden Bodenverhältnisse so toll und lieb mitgemacht hat. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!